Sporto ist Erfinder und Konstrukteur von einem Gehwagen, der für behinderte Menschen, die nicht laufen können, selbstständige Laufen ermöglicht. Meine Tochter, die Marlene, die hat eine zerebrale Bewegungsstörung und kann dadurch nicht laufen. Es ist mit einem halben Jahr diagnostiziert worden, aber sie hat einen wahnsinnigen Bewegungsdrang und möchte alles das machen, was auch ihr großer Bruder macht. Da sie nicht selbstständig sitzen kann oder laufen kann, haben wir jetzt den Tommy Walker, mit dem ihr das Laufen ermöglicht wird und sie kann so mittendrin im Geschehen mit den anderen Kindern auch dabei sein. Wir haben die Wahl zwischen Basel und Bellwald. Und die Wahl ist halt auf Bellwald gefallen. Da haben wir günstige Mietobjekte. Wir haben tolle Leute, die man einspannen kann in diesem Projekt. Gute Leute heisst, Leute, die anpacken, dahinterstehen und es ausführen. Und das ist das, was eigentlich meine Philosophie war von dieser ganzen Firma Sporto, um so Sachen zu bauen. Also für das Bergdorf in Bellwald mit 380 Einwohnern, das stark von einer Abwanderung betroffen ist, ist natürlich das Angebot, das Sporto da bietet, sehr wichtig. 4 Arbeitsplätze, die zwar nicht nach viel, aber in der überalterten Gesellschaft bietet nicht viel Arbeitsfähige. Und vor allem die Philosophie von Sporto, dass man nur Bellwalder, also nur Einheimische anstellt, das ist natürlich für uns einmalig. Ich bin sehr froh, dass ich jeden Job bekommen habe in Sporto. Da ich vor 20 Jahren lang in der Gemeinde Bellwald als Gemeindearbeiter war, das heisst, ich musste hier arbeiten bei Wind, Wetter, Schneefall und Guxa verrichten. Und das wird mit den Jahren ist das sehr körperzehrend. Das heisst, ich habe mittlerweile leichte Rückenprobleme und so kommt es mir dieser Job hier sehr entgegen. Sporto ist der Initiant für das Dual-Skifahren in Zusammenarbeit mit der Skischule Bellwald, wo 100 behinderte Menschen die Möglichkeit haben, im Winter den Sport auszuüben. Also das Dual-Ski Bellwald ist wieder eine tolle Sache für die Skischule Bellwald. Wir durften im Winter wieder über 300 Gäste willkommen heißen in Bellwald. Aber nicht nur für die Skischule Bellwald ist das eine tolle Geschichte, sondern auch für die anderen Leistungsträger, speziell für die Sportbahnen Bellwald oder für die Ferienwohnungenbesitzer und nicht zuletzt für die Hotellerie von Bellwald. Sporto hat eine gute Zukunft mit dieser Mannschaft. Die Vision, die wir haben, haben wir schon mit Deutschland angefangen, nämlich dort an, die Hilfsmittel zu liefern. Das, denken wir, wäre weltweit auch möglich und gleichzeitig die Erfindung und Entwicklung von neuen Lösungen für behinderte Menschen.